Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm JPE. So, wir haben uns einen neuen Anhänger gekauft und mit dem werden wir jetzt mal hier ein paar Kartoffelpaletten wegbringen. Kartoffeln haben wir generell ja eh auch genügend. Also wir sehen hier Kartoffeln 413.000. Das heißt, da brauchen wir die Paletten, die wir uns da angesammelt haben, eigentlich gar nicht unbedingt. Können die wieder zu Geld machen, sodass wir eben die Ausgabe für den Hänger dann auch schon bald wieder drin haben. Ja, ist natürlich sehr logisch. Ich kaufe mir was, um dafür was verkaufen zu können, um das Geld wieder dafür reinzuholen. Aber ja, der Hänger, der wird sich auf Dauer natürlich sowieso bezahlt machen. Von dem her ist das hier alles gar nicht so tragisch. So, dann machen wir mal hier F1 und dann sehen wir, mit der 5 können wir uns hier die Hilfe anzeigen. Dann sollte ich auch die 5 und nicht die 6 drücken. So, hier können wir jetzt einmal mit X auswählen, was wir denn laden wollen. Im Moment steht es bei Strohquaderballen, Heuquaderballen, Quaderballen gemischt, Strohrundballen, Heurundballen, Grasrundballen, Silagerundballen, Rundballen gemischt, Wollpaletten, Baumsetzlingspaletten, Holzpaletten, Kartoffelpaletten. Die wollen wir doch haben. So. Nanu, jetzt fährt er nicht mehr weiter. Och nee, ist er schon wieder abgestürzt oder was? Da steht nichts drin. Nee, geht doch. Was auch immer da jetzt gerade nicht wollte, jetzt will's wieder. So. Und dann drücken wir hier einmal, wir haben jetzt manuelles Laden, das heißt, wenn wir B drücken, lädt er. Und dann ist er schon wieder fertig. Es gibt auch automatisches Laden, dann lädt er so lange, bis er voll ist. Und wenn wir hier mal rausschauen, also wir sehen, eine Palette könnten wir sogar noch unterbekommen. Wir schalten mal hier, das ist also so ein kleiner Rahmen, so eine kleine Markierung, wohin wir abladen würden. Wenn wir denn jetzt auf Abladen klicken, wollen wir aber jetzt ja noch gar nicht, können wir also noch ausgeschaltet lassen. So, da noch eine Palette passt, nehmen wir uns hier eine noch mit. So, und dann sind wir voll. 8 Stück passen auf den kleinen. Auf den großen passen, glaube ich, dann nochmal 4 mehr, was dann eben 12 wären. Ui, nach vorne. Da war ich mit der Kamera noch nach hinten. So, und da fahren wir zum Bahnhof, verkaufen das dort. Wir hätten natürlich auch zum Händler, wo wir die Wollpaletten wegbringen können. Oder beim Baumarkt. Aber ja, beim Händler weiß ich nicht, was in der kleinen Hütte mit dem ganzen Kram gemacht werden soll. Beim Baumarkt gewaschene Kartoffeln. Naja, also wenn ich mir Kartoffeln kaufe, dann ja, entweder beim Bauern oder im Supermarkt, aber bestimmt nicht in einem Baumarkt. Da kaufe ich mir Werkzeug, Baumaterialien, aber keine Kartoffeln. Deswegen bringen wir das Ganze zum Bahnhof und da wird es dann eben irgendwo hingekarrt. Keine Ahnung, geht uns auch nichts mehr an, denn wir bekommen am Bahnhof unser Geld und was die dann damit machen, ist, ja, denen ihre Entscheidung, kümmert uns nicht mehr. So. Dann fahren wir hier schon ab. Wenn uns der da eh schon ein bisschen ausgebremst hat. Ja, wo ich hier die Verkaufsstation sehe, auf der neuen Map, die ich baue, wird es wohl keinen Kalk so zu kaufen geben, dass wir den erst mit dem Hänger am den Hof schaffen müssen. Hat den ganz einfachen Grund. So, wir müssen jetzt einmal kurz umstellen. Abladeseite wählen. So, gehen wir hier rüber. Das müsste ja dann so passen. Zack. Abgeladen.
Und ja, da sehen wir also, jetzt haben wir auch genügend Geld zusammen, dass wir uns den Kompaktlader leisten können mit allem, was wir dazu haben wollen. Ja, der Grund, warum es Kalk eben nicht so zu kaufen gibt, sondern warum das einfach nur am Hof ein Trigger sein wird, wo man sich den auffüllen kann, ist ganz einfach der, diese Verkaufstrigger da, diese Verkaufsstationen haben, wie ich finde, einen kleinen Fehler. Und zwar variiert dort der Preis je nach Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn ihr jetzt die Volksholm, ob jetzt die normale oder hier die JPE spielt, könnt ihr das ganz einfach mal feststellen, indem ihr mal auf leicht, auf mittel und auf schwer einen Spielstand startet und ihr werdet feststellen, dass der Kalk, und das ist das absolut Kuriose eigentlich, der Kalk bei schwer am billigsten ist und bei leicht am meisten kostet. Der Gedanke dahinter ursprünglich war ganz einfach wohl, dass man gesagt hat, okay, bei schwer kommt man ja schwerer auch an Geld dran, deswegen ist es da günstiger. Allerdings bin ich dann eher einer, der sagt, naja, bei schwer, ich lasse den Wagen hier stehen, weil ich ihn hier unten ja dann für die Holzpaletten brauche. So, ja, für mich ist halt das Ding bei schwer, müsste es doch eigentlich teurer sein, damit es eben ja schwerer ist, sich da mal einen Hänger von zu kaufen. Und deswegen, ja, gefällt mir das irgendwie nicht. Andererseits muss ich halt sagen, Saatgut und der normale Dünger kostet immer dasselbe. Übrigens, Diesel auch, kostet immer dasselbe, egal welcher Schwierigkeitsgrad. Gut, habe ich halt dementsprechend mal nachgefragt, ob es vielleicht denn irgendeine Option, irgendein Attribut gibt, was man denn in den User-Attributen oder so einstellen kann, damit hier der Preis eben auch durchgehend der gleiche ist, egal welcher Schwierigkeitsgrad, denn dann könnte man das ja preislich anpassen, auch an eben den Dünger, so dass das immer schön zusammenpasst. Und ja, sowas gibt es aber eben nicht und ist wohl auch nicht in Planung, sowas irgendwie mal einzubauen. Ja, deswegen muss ich sagen, ist da dieser Verkaufstrigger für mich uninteressant. Und ohne den Verkaufstrigger kann ich natürlich Kalk dann nicht so, ja, mir irgendwo kaufbar machen, dass ich ihn erst an den Hof schleppen muss. Und deswegen wird das eben, es wird also quasi ein Standard-Saatgut-Trigger am Hof geben. Das Ganze hat ja wieder den Vorteil. Ja, ich bin ja so ein kleiner Cosplay-Nutzer. Und das Ganze hat den Vorteil, dass wir dann eben da auch mit Cosplay wieder auffüllen können. Was ja hier bei der Map jetzt so auch nicht möglich war. Und dann gibt es eben einen Standard-Trigger für Dünger und dann wird es auch noch einen Standard-Trigger geben für den Kalk. Hab jetzt auch an der Map ein bisschen weiter gebaut. Und so, wir kaufen jetzt erstmal Kompaktlader. Den wollen wir haben. Da brauchen wir eine Schaufel, natürlich zum Mistschaufeln, ganz klar. Und wir brauchen eine Palettengabel, für die Eierpaletten eben ein bisschen bewegen zu können. Übrigens, die Eierpaletten können wir mit diesem automatischen, ja, mit diesem Ballenwagen nicht aufnehmen. Das ist leider Gottes nicht möglich. So. Hier werden wir einmal die Rampe ausfahren. Und dann gehen wir hier hin. Dann können wir uns mal überlegen, lassen wir den da. Ich würde den jetzt eigentlich eher hier unter unseren Steier setzen. Ja.
So, dann machen wir die rechte Maustaste gleich mal weg. Und das hier wieder aus. Motor starten. Rückwärts fahren, Innenansicht. Ich gehe hier in der Innenansicht immer ein kleines Stückchen runter, sodass ich oben den Rückspiegel zwar noch im Blick habe, aber eben auch nach unten durch die Scheibe komplett durchschauen kann und nicht hier ein Stück der Scheibe fehlt. So, dann fahren wir hier erstmal die Ballengabel hoch. Jetzt hängen wir fest. Da müssen wir Allrad reinschalten. Sollte er normalerweise eh haben. Also Allrad werden wir hier drin lassen und gar nicht ausschalten. Die Geräte haben an sich, also da sind immer alle vier Räder angetrieben. So. Und jetzt sehen wir hier, jetzt sind wir so clever, wie wir sind, haben wir die Gabel nämlich hier so durchgeschoben. Oh, schade, das geht dann doch nicht. Da fällt sie durch, weil so hätte sie natürlich jetzt schön wenig Platz in Anspruch genommen. Och nee, und jetzt hängt sie fest. Na super, das war ja eine tolle Idee. Das hat dann doch nicht so geklappt. So, erstmal wieder hier freikämpfen, dass wir fahren können. Dann müssen wir doch schauen, ob wir hier die Gabel nicht doch nochmal ein bisschen freikriegen. Yay! Opa Gundam Style. So. Nee, das will alles nicht. Dann werde ich hier mal versuchen, wenn ich hier die Planken aufmache. Ah, dann nehmen wir den Ballentransportmodus. Nee, da geht die vordere auch nicht auf. Okay. Aber zumindest haben wir die Seitenplanken offen, dass wir dort nicht mehr hängen bleiben. Ah, und das hilft schon. Gut. Haben wir uns so hier wieder raus. Gerettet. Okay, da ist dann wohl doch keine Kollision drin. So, da brauchen wir Differentialsperre, dann kommen wir da auch wieder raus. Vielleicht vorwärts ein Stückchen. So, hier rüber. So, dann stellen wir die halt. Ich meine, wir können ja schon so ein bisschen durchschieben, aber vielleicht dann nicht auf Anschlag. So, dann steht die noch hier oben drauf. Dann machen wir hier den Ballentransportmodus wieder raus. Aber hinten müssen wir rauskommen, also die hintere Planke muss auf. So. Was bei dem die Räder zappeln. Dass jetzt an dem Anhänger liegt, ist mir auf jeden Fall sonst auch noch nie so aufgefallen. So, rückwärts fahren. Differentialsperren können wir wieder rausmachen. Da steht die ja schon. Ganz schön flott das kleine Teil. Ja, von Bobcat bin ich sowas sogar im Real Life schon einige Male gefahren. Machen einen Heidenspaß, die kleinen Drecksdinger. Sind aber auch saugefährlich. Weil die natürlich kein so großes Gewicht mit sich bringen. Und wenn man da ein bisschen falsche Handhabung macht, ist man sauschnell nach vorne umgekippt. Und ja, liegt quasi auf auf der Schaufel und den Vorderrädern. So, können wir ausmachen. Handbremse rein. Und hier einmal X. Die Rampe wieder einfahren. Das klappt automatisch zu. So, irgendwas, nee, gibt es hier nicht zum Festhalten, wird also automatisch festgehalten. Gut. Dann gucken wir nach vorne. Und dann geht's auf zu unseren Gewächshäusern, denn dort oben wollen wir das Gerät ja einsetzen.
Komm, wir quälen uns mal hier hoch. Außen rumfahren würden wir zwar von der Geschwindigkeit vermutlich etwas schneller vorwärts kommen, weil da der Berg nicht so steil ist, nicht so ausbremst. Aber hier ist der Weg natürlich wesentlich kürzer. Ja, was auch wesentlich kürzer als eine krasse Überlänge ist, ist diese Folge. Aber über 15 Minuten ist sie trotzdem schon. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, liken, teilen, kommentieren. Und ja, dann bis morgen. Ciao, ciao.